Pokémon-Mythen gibt es in jedem Pokémon-Spiel, auch in strahlender Diamant und leuchtende Perle. Doch wird es mir gelingen, diesen Mythos zu entziffern und die Wahrheit herauszufinden? Erfahrt es in diesem Video. Fleetburg ist eine Stadt im Herzen von Sinnoh und auch eine sehr besondere. Vielleicht wisst ihr ja, dass es eine Bibliothek in Fleetburg gibt. Dort kann und konnte man die Entstehungsgeschichte der Pokémon nachlesen. Allerdings gibt es dort eine Stelle mit einem neuen Buch, welches in Diamant und Perl nicht existiert hat. Redet man mit dem Bücherregal an dieser Stelle, bekommt man eine kleine Geschichte zu hören. Und diese Geschichte geht wie folgt. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Pokémon im östlichen Meer, das als der Prinz bekannt war. Ein mutiger Mensch bat die Pokémon des Meeres um ein Treffen mit dem Prinzen. Ein Mantirps, ein Bamelin sowie ein Baldorfisch mit langen Stacheln erkannten des Menschen Mut an und begleiteten ihn auf seine Reise. Gemeinsam bestiegen die vier ein Boot und stachen zur Dämmerstunde in See, wo sie nach einer Weile die Meerespforte passierten, die sich über dem Wasser erhob. Als der Prinz von der Ankunft des Menschen und seiner Begleiter erfuhr, machte er sich auf, um sie in der kleinen Meeresgrotte zu empfangen. Am Anfang, als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, war ich genauso verwirrt wie ihr. Und was für ein Prinz ist das, von dem die ganze Zeit die Rede ist? Und schließlich sind da auch die drei Pokémon, die es näher zu beleuchten gilt. Die wichtigste Frage ist aber wohl überhaupt, in welchem Zusammenhang das Ganze steht. Aber vielleicht habe ich euch hinters Licht geführt und die ganze Geschichte nur erfunden. Vielleicht gibt es dieses Buch gar nicht und ich habe die Videosequenz nur clever editiert. Langjährige Zuschauer wissen jetzt, was kommt. Der Prinz an der Meerespforte. Ist dieser Mythos wahr oder falsch? Habe ich euch hinters Licht geführt? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht das Erste. Ist dieses Buch denn überhaupt in strahlender Diamant und leuchtende Perle zu finden? Die Antwort lautet tatsächlich ja. Es ist so zu finden und auch die Geschichte ist nicht erfunden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat es überhaupt mit dieser ganzen Geschichte auf sich? Tatsächlich ist das Ganze ein wenig ein abstraktes Rätsel. Es gibt so ein paar Schlagwörter in der Geschichte, die einem vielleicht auffallen könnten. Um den Ort näher einzugrenzen, waren die zwei Wörter Boot und Meerespforte tatsächlich ganz sinnvoll. Gerade Meerespforte dürfte einige verwirren, da es ja in strahlender Diamant und leuchtende Perle nicht wirklich ein solches Gebilde gibt. Es handelt sich aber um eine Geschichte und damit nicht um die Gegenwart, sondern logischerweise die Vergangenheit, also die Hisui-Region. Wer jetzt natürlich denkt, Moment mal, haben wir diesen Ort vielleicht schon in einem Trailer zu Legenden Arceus gesehen? Ja, haben wir tatsächlich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bucht, die man öfter in dem Trailer gesehen hat. Und ich glaube, ihr ahnt schon, was genau mit der Meerespforte gemeint ist. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich nicht mehr zu übersehen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Moment mal, wo ist dann das Boot? Das Boot ist recht versteckt und auch in den Trailern ist es nicht immer direkt auf den ersten Anhieb zu sehen. Na, habt ihr das Boot gefunden? Es befindet sich hinter dem toten Baum. Das heißt, die Stelle hier ist auf jeden Fall die richtige. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat es dann mit den drei Pokémon auf sich? Nochmal zur Erinnerung, das waren Mantirps, Bamelin und Baldorfisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass man diesen Prinzen wirklich nur dann sehen kann, wenn man die drei Pokémon im Team hat. Das Ganze erinnert mich also ein bisschen an das Rätsel der Siegelkammer, wo man ja Wailord und Relikant mit dabei haben musste. Ich muss aber sagen, anhand der Formulierung hört es sich für mich nicht so an, als sei hier Baldorfisch direkt gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass hier eine Hisui-Entwicklung von Baldorfisch gemeint ist. Es hält sich ja sehr das Gerücht, dass die Pokémon aus der Hisui-Region ausgestorben sind. Das würde auch für Baldorfisch passen, denn der Geschichtenschreiber wählt für Baldorfisch bewusst eine Umschreibung. Das heißt, die Person wusste nicht mehr, wie das Pokémon hieß, da es ausgestorben ist. Und dann wird sich der Prinz zeigen, welcher ein Wächter ist, wie Axanthor zum Beispiel. Fassen wir also zusammen. Ich gehe von aus, dass diese Geschichte so zum Großteil stimmt. Es spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit und damit in der Hisui-Region. Auch beim Ort bin ich mir wirklich sehr sicher, dass es sich um gerade diesen Ort hier handelt mit der Bucht. Des Weiteren glaube ich, dass die drei Pokémon eine wirklich sehr zentrale Rolle in der Story spielen werden. Auch bei den Prinzen bin ich mir recht sicher, dass es sich um einen Wächter handelt, vielleicht sogar einen legendären Wächter. Das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist tatsächlich die Sache
Sache mit Baldorfisch. Anhand der Formulierung gehe ich eher davon aus, dass es eine Hisui-Weiterentwicklung geben wird, allerdings lässt sich das zum Zeitpunkt jetzt nicht bestätigen. Ich glaube auch nicht an einen Zufall, dass gerade dieses Buch in der Bibliothek gefunden werden kann. Sagen wir mal, dass der Mythos so zu 85% wahrscheinlich wahr ist. Ich freue mich wirklich auf die Spekulationen, welche ihr vielleicht schon habt. Schreibt die mal wirklich gerne in die Kommentare, ich bin richtig gespannt drauf. Ein Like wäre sehr nett, wenn euch das Video gefallen hat. Klickt oben rechts, wenn ihr weitere Pokémon-Mythen sehen wollt. Unten rechts findet ihr einen Guide für Level 100 Pokémon in strahlender Diamantleuchtende Perle. Abonnieren, Glocke aktivieren, wenn euch meine Videos gefallen und bis zum nächsten Mal, meine Freunde des Pokémon-Universums.